Hallo Lieben und herzlich willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich möchte mit euch heute eine ganz coole Karte basteln. Das ist wieder eine besondere Kartenform. Ihr wisst ja, dass ich das gerne mag. Und zwar ist das eine Karte, die kann man super schön ganz flach verschicken. Dann sieht sie so aus. Und ich zeige es euch mal noch ein bisschen von nah, mit bisschen Glitzy, bisschen Deko. Und wenn derjenige, der sie dann bekommt, auspackt die Karte, dann kann der einfach hier oben drauf drücken und dann macht es und dann kann man die Karte hier so gut hinstellen. Ist das nicht super? Also ich habe hier draußen eine Dankeskarte gemacht. Hier steht Danke, du bist einfach fabelhaft. Und man hat hinten auch noch viel Platz zum Schreiben. Man kann dieses obere Bereich kürzer machen. Das ist einfach, je nachdem wie viel Platz man braucht oder wie viel Spruch, wie groß der Spruch ist, kann man das gestalten. Man könnte vielleicht auch ein Foto reinstecken, also anstatt dieser weißen Karte ein Foto zu schneiden und dann vielleicht für Oma und Opa zu Weihnachten oder egal sowas, zum Geburtstag einfach ein Foto schenken, je nachdem. Also man kann das ein bisschen umbauen. Doppelt, also hinterlegen mit einem Foto würde ich es jetzt vielleicht nicht, sonst müsstet ihr vielleicht den Schlitz ein bisschen größer schneiden. Das könnt ihr versuchen, ob das vielleicht auch klappt. Genau, je nachdem. Aber ich finde es total cool, dass man die Karte einfach verschicken kann, dass es trotzdem was Besonderes ist, auch wenn man sie ganz flach verschicken kann und dass derjenige dann die einfach schön hinstellen kann und sich noch lange daran freuen kann. Genau, und wie das funktioniert, das zeige ich euch jetzt in dem Video. Wir machen aus dem Ganzen eine Geburtstagskarte und ich zeige euch jetzt erstmal, was ihr alles an Material benötigt. Ich nehme jetzt hier mal meine ganzen Papiere raus. Also ich halte euch das jetzt mal so ein bisschen einzeln hin, dass ihr die Bestellnummern gut sehen könnt. Ich habe einmal benutzt den Farbkarton Granit, das ist meine Grundfarbe. Einmal das Flüsterweiß extra stark. Und als Deko-Farbkarton Pergament. Dann nehme ich normales Flüsterweiß und das Designerpapier Pfingstrosenpoesy. Das sind die Bestellnummern. Genau. So komme ich da ganz gut klar, glaube ich, vom Papier. Halt, eins habe ich noch vergessen. Ich habe nämlich noch ein Etikett ausgestanzt aus der Farbe Blütenrosa. Das fand ich auch noch ganz gut dazu, passend. Und genau, von den Maßen her zeige ich euch das jetzt auch gleich mal. Die Grundkarte, da braucht ihr einfach ein Stück Granitfarbkarton in dem Maß 26 x 21 cm, wenn ihr zwei Karten machen wollt. Wenn ihr nur eine Karte machen wollt, dann braucht ihr nur ein Stück 26 cm x 10,5 cm. Ich zeige euch das jetzt gleich, wie ihr eben ganz schnell zwei Karten aus einem Papier machen könnt. Deswegen lasse ich es jetzt mal noch groß. Und dann braucht ihr einfach noch so ein bisschen Deko sozusagen, also Designerpapier. Ich habe hier mal einmal das Etikett aus Blütenrosa. Das habe ich mir schon hergerichtet, das erkläre ich euch gleich. Und einmal kurz sortiert. Ich habe also vom Designerpapier zwei Streifen, also eigentlich vier Streifen in dem Maß 10 cm x 3,5 von der Höhe. Das sind diese beiden und diese beiden. Und dann habe ich noch zwei Stück in dem Maß 10 cm x 2 cm. Die brauchen wir für die Deko. Und dann habe ich noch ein Stück Flüsterweiß. Das hat jetzt das Maß 13,5 x 7 cm. Aber es ging ja auch kleiner. 12 x 7 cm geht zum Beispiel auch. Ich glaube auch, dass ich mir das jetzt noch ein bisschen kürze. Dann schaut es ein bisschen kleiner aus. Dann habt ihr den Unterschied. Ich mache jetzt mal auf 12 cm, damit ihr nachher den Unterschied habt. Ich zeige euch jetzt eben die zwei Varianten. Einmal mit 13,5 habt ihr als Beispiel und einmal mit 12 cm als Beispiel. Seht ihr auch gleich. Ich zeige euch auch noch am Ende des Videos eine Beispielkarte für eine Weihnachtskarte. Wie gesagt, die kommt erst am Ende des Videos. Da habe ich eben mit diesem großen Maß gearbeitet, weil ich hier einen großen Stempel drauf gemacht habe. Das zeige ich euch am Ende des Videos, wie gesagt. Unbedingt dranbleiben und jetzt geht's los! Als erstes schnappe ich mir meinen Papierschneider und klappe mir zuerst mal diesen Arm aus. Lege mir jetzt hier meine 26 cm Seite, also diese lange Seite, oben ein. Und dann wird gefalzt. Einmal bei 2,5 cm. Lege ich mir jetzt ausnahmsweise mal hier an. Ich bin das immer andersrum gewohnt, aber so geht es genauso. 2,5 cm, 6,5 cm. Bei 9 cm wird gefalzt. Bei 13 cm wird gefalzt. Ups. Bei 17 cm. Also das lege ich mir immer hier an und dann falze ich das schön. Bei 19,5 cm und zum Schluss noch bei 23,5 cm.
Und ich habe ja jetzt eben dieses 21 cm Seite ist ja hier. Das heißt, ich mache hier gerade zwei Karten. Wenn ihr nur die 10,5 cm gemacht habt, habt ihr das genauso gefalzt. Und ich schneide mir das jetzt bei 10,5 cm einfach bei der 21 cm Seite durch, also in der Hälfte, und habe somit gleich zwei Karten, die schon fertig gefalzt sind, wenn ihr die Falzlinien erkennen könnt. So sind unsere Grundkarten. Wie gesagt, die eine habe ich jetzt schon mal fertig. Die lege ich mir auf die Seite und mit der anderen arbeiten wir gleich weiter. Und jetzt mache ich so, dass ich mir noch hier bei der 13 cm Seite eine Markierung reinschneide. Also hier muss ein Schlitz rein. Und ich habe jetzt noch nicht diese Klingenführung mit den Zentimetermaßen. Brauche aber die Zentimeter für mich. Ich zeige euch jetzt mal beide Varianten. Also zum einen, falls ihr den Papierschneider habt, der eine Zentimeter Klingenführung hat. Ich nehme jetzt hier nochmal meinen alten, weil der hat das einfach. Dann zeige ich euch, wie ihr das jetzt schneidet. Falls ihr das nicht habt, zeige ich euch gleich die zweite Variante. Also ich lege das mir jetzt hier bei 13 cm wieder an. Schön genau. Und dann schneide ich mir mit meiner Klinge, ich zeige euch das mal so, ich zoome euch mal kurz ein bisschen näher, schneide ich mir von 1,5 cm, also ich setze mir hier meine Nase von dieser Schneideklinge auf 1,5 cm und schneide mir bis 9 cm runter. Dann habe ich jetzt hier auf meiner mittelsten Falzlinie, das ist die allermittelste Falzlinie, also die bei 13 cm, habe ich jetzt hier so einen Schnitt und eine Falzung, gell? Das passt so. Wenn ihr das aber jetzt nicht habt mit diesem Zentimeter-Lineal und es so wie ich einfach noch mit dem neuen normalen Papierschneider habt, mit der Inch-Seite. Mit Inch kann ich es euch nicht zeigen, da komme ich nicht klar. Aber ich zeige euch, wie ihr das auch genauso mit dem anderen Papierschneider schneiden könnt. Dann nehmt ihr euch jetzt wieder euer Papier. Ich nehme jetzt mal das zweite, das wir hatten. Und bei der 13 cm Falzlinie, also bei der mittelsten Falzlinie, das ist diese hier, da schneiden wir uns das Ganze. Und da mache ich mir jetzt vorher die Markierungen hin. Und zwar einmal, jetzt habe ich hier keinen Platz mehr, nehme ich mir einfach einen Bleistift und setze mir hier einen kleinen Punkt bei 1,5 und bei 9 cm an. Ihr könnt es natürlich auch ohne Papierschneider machen und jetzt einfach mit einem Skalpell da schneiden oder einem Cuttermesser, je nachdem. Seht ihr die Markierungspunkte, also hier ist ein Punkt und hier ist ein Punkt genau auf der Falzlinie. Und dann nehme ich mir nochmal meinen Papierschneider, lege mir das Papier wieder hier oben bei 13 cm an und schneide mir jetzt einfach von diesem Punkt zu dem anderen Punkt. Ich muss mich da erst noch dran gewöhnen, deswegen mache ich mir das immer so ein bisschen auf und gucke dann, wie weit ich noch kann. Ich finde, das war bei meinem alten, bin einfach noch den alten Papierschneider gewohnt in dem Fall. Ein bisschen noch. Jetzt habe ich mir genau bis zu der Markierung geschnitten und habe jetzt hier auch genauso diesen Schnitt in meiner Falzlinie. Also so geht es eben auch. Und jetzt haben wir unsere Grundkarte schon fast fertig. So als kleinen Trick oder Tipp, was ich immer noch mache, ich falze mir das jetzt einmal bei den 13 cm schön zusammen. Ihr könnt euch da ruhig gleich den Papierfalter hernehmen und das falzen. Und dann habe ich immer an einer Seite so einen ganz minimalen kleinen Rand. Seht ihr das hier? Und den schneide ich mir jetzt mit der Schere einfach weg, weil ich dann nachher meine Karte, die da durchgefädelt wird, einfach, die hat dann ein bisschen mehr Platz, dann stockt nichts und dann ist das schon super. Das ist wirklich, was ist das, ein Millimeter vielleicht, wirklich ein ganz, ganz dünner Streifen, den ich da wegschneide hier. So, dann ist unsere Grundkarte fertig und wir können schon mal alle Falzlinien nachfalzen. Und ich falze mir immer meine Bergfalz nach innen. Ihr habt immer eine Falzlinie, die so einen kleinen Hügel hat, eine Seite, und eine Seite hat so ein kleines Tal, der nach unten geht. Und immer dieser Berghügel, der muss immer nach innen. Deswegen immer so knicken und dann den Berg nach innen falzen. Und das mache ich bei jeder Falzlinie einmal durch. So. Und habe dann so, sieht jetzt mein ganzes Kärtchen aus. Das können wir uns jetzt auch gleich dekorieren mit meinem Designerpapier. Dann nehme ich mir jetzt die Streifen und ich mache es jetzt so, dass ich mir diese
dieses mit den weißen Blüten auf die Unterseite lege, dann kommt das roséfarbene Papier, also der dünnere Streifen dazwischen. Und dann kommt mein graues Papier, das so ein bisschen dezenter ist. Man könnte selbstverständlich auch diese beiden tauschen. Macht es einfach so, wie es euch gefällt. Ihr müsst nur wissen, dass diese Seite hier, also diese Seite, die dann nachher oben ist, das ist diese Seite. Also wenn ihr es so auflegt wie hier, dann habt ihr dieses Muster. Und wenn ihr es andersrum machen würdet, dann wäre hier oben euer, dieses Design wäre dann hier oben. Also das ist einfach Geschmackssache, was euch da besser gefällt. Mir gefällt es ein bisschen besser, wenn das dezenter da oben ist. Und deswegen werde ich das jetzt so aufkleben, wie auch auf meiner Dankeskarte. Dann ist das nachher hier unten. Sieht sehr schön aus, aber man sieht es halt, wenn es steht, nicht mehr, das Designerpapier. Wenn es natürlich liegt, sieht man es. Genau, und so klebe ich mir das jetzt einfach mit Flüssigkleber auf. Lasst euch ein bisschen Musik laufen, dann geht es ein bisschen schneller. Also nicht, dass ihr euch wundert, ich habe mir gerade nochmal so einen Streifen Designerpapier zugeschnitten. Ich habe nämlich gerade festgestellt, dass meine Papiere falsch geschnitten waren. Ich habe euch aber das richtige Maß gesagt. Also die müssen 2 cm breit sein, das passt auch. 2 × 10 cm hier, diese schmalen. Aber meine waren 2,5 cm lang. Aber 2 cm habe ich euch gesagt und das passt. Okay, so, aber man kann sich ja schnell helfen. Papier haben wir ja zum Glück noch da. Und dann haben wir unsere Grundkarte von der Deko jetzt schon soweit fertig. Jetzt machen wir einfach mal mit Stempeln weiter und richten uns die anderen Elemente noch so her. Da nehme ich mir jetzt einfach ein bisschen Schmierpapier unten drunter. Und ich mache jetzt eine Geburtstagskarte. Ich zeige euch jetzt mal kurz meine Stempelfarben. Ich nehme jetzt einmal Granit, Blütenrosa und Wassermelone. Das sind die Bestellnummern zum Stempeln. Und als Stempelset benutze ich jetzt dieses Mal die Pfingstrosenpracht, die hat diese Bestellnummer und ich nehme hier unten diese wunderschöne Blüte raus. Da sind auch tolle Freundschafts- oder Hochzeitssprüche drin oder mit ganzem Herzen bei dir ist auch schön oder auch ein traurigerer Spruch, also es tut mir so leid für dich. Und dann nehme ich mir zum Geburtstag jetzt die tropischen Träume, die haben diese Bestellnummer und da ist der Spruch alles Liebe zum Geburtstag. Und dann habe ich mir noch was hergerichtet. Ich wollte euch noch kurz was zeigen. Meinen Dankespruch aus meiner Karte, diesen Danke, du bist einfach fabelhaft, den habe ich aus dem Stempelset Waldspaziergang. Das hat diese Bestellnummer. Falls ihr den sucht, der ist hier drin. Und ich habe mir noch was hergerichtet, das habe ich euch vorher kurz gezeigt. Meine Deko ist ja ein kleiner Gruß. Und so habe ich alle meine ganzen Stempelsets durchsucht, ob ich irgendwo einfach nur ein kleiner habe. Und ich habe eins gefunden in dem kleiner Wunscherfüller. Hier unten ist ein kleiner. Ich habe ja das Gruß dann nachher ausgestanzt und wollte irgendwo das kleiner dazu. Und den habe ich mir einfach aufgestempelt und ausgeschnitten. Also sucht einfach mal in eurem Stempelregal, ob ihr da irgendwo was findet, was da passt. Kleiner Gruß zum Beispiel. Also vielleicht habt ihr das auch irgendwo drinnen, wo man sich einfach dann aufstempeln kann und dann super noch zuschneiden kann. Das andere muss ja nicht dazu passen dann. Genau. Das habe ich schon hergerichtet, in Granit gestempelt. Und jetzt machen wir erstmal mit den Blütenrosa, legen wir los, und mit der Wassermelone. Und ich arbeite heute ein bisschen zweifarbig, da brauche ich dann noch ein Schwämmchen. Und mache es jetzt so, dass ich mir zuerst mal meine Blüte noch kurz abstempeln, da ist noch Farbe von vorher dran. Ich drehe das Video nämlich schon zum zweiten Mal. Ich nehme jetzt meine Blüte und gehe in das Blütenrosa rein und nehme mir dann das Schwämmchen, damit ihr das auch seht, was ich hier mache. Gehe mir hier oben in die Farbe, ganz leicht, und tupfe mir das hier wirklich nur so ganz, ganz leicht und fluffig da einmal außenrum. Und jetzt stempel ich mir das in meine linke untere Ecke. Ich habe dann hier so eine Blüte, die so zweifarbig ist, zwischendrin. Das finde ich total schön, das macht sich gut. Und die Karte ist ja irgendwie, finde ich, relativ schlicht. Von dem her fand ich das mit 2 Farben jetzt ganz in Ordnung. Ich stempel mir das nochmal gut ab, weil ich ja jetzt wieder in die hellere Farbe gehe. Gehe nochmal komplett in mein Blütenrosa rein. Und nochmal, ich brauche jetzt das Schwämmchen gar nicht nochmal eintupseln, sondern das reicht, was da noch drauf ist.
Und jetzt gehe ich auch mal kurz in die Mitte so leicht rein und lasse dann hier oben auch noch die Blüte runterschauen. Genau, so sieht das jetzt aus. Fand ich irgendwie ganz schön so. Und dann nehme ich mir noch mein granitfarbenes Stempelkissen und den Spruch, wo habe ich ihn? Alles Liebe zum Geburtstag. Jetzt bin ich gespannt, ob mir der gefällt. Ich war mir nicht ganz sicher. Mit der Schrift. Also ich hoffe, ich kriege jetzt dann einen schönen Stempelabdruck hin. In Granit und schön mittig und gerade. Drückt mir die Daumen und ja, es ist in Ordnung. Aber bei der Schrift, das gehört auch so, aber irgendwie finde ich das immer ein bisschen komisch, dass da diese Linien nicht so ganz angehen. Aber es hat auch natürlich wieder diesen besonderen Effekt. Also es auf der Karte macht sich jetzt wirklich gut und das ist sogar fast gerade. Okay, ich räume hier kurz auf und dann sehen wir uns gleich wieder. Was ihr schon gesehen habt, was ich mir hier an die Seite hingemacht habe, ist einfach so eine kleine, ich habe hier so eine ein bisschen ältere Eckenstanze. Ich zeige euch das jetzt anhand von diesem Papier als Beispiel nur kurz. Da muss man ein bisschen draufdrücken, aber da kann man sich einfach die Ecken so schön gestalten. Und das fand ich ganz süß. Ich habe es, wie gesagt, hier nur mit einer Ecke gemacht. Man kann es aber auch mit zwei machen, das ist einem selber überlassen. Aber wenn ihr so eine Stanze habt und es schön findet, dann könnt ihr das einfach machen. Und wenn nicht, lasst ihr es einfach weg, dann geht es genauso. Könnt ihr die Ecken auch abrunden oder so. Also macht, was euch gefällt. Aber das ist noch so ein kleines Hinguckerle. Genau, dann hätten wir das auch schon mal fertig. Und jetzt stanze ich mir noch ein paar Sachen aus, einfach so zur Deko. Ich nehme jetzt ein Pergamentpapier und mein granitfarbenes Papier. Und dieses Etikett, das habe ich euch vorher schon gezeigt, das ist aus Blütenrosa. Das hat auch so eine ganz leichte Umrandung. Das habe ich mir vorher schon hergerichtet gehabt. Das ist aus den Stanzformen Etiketten mit Stiel. Diese zweite, hier seht ihr die, ist das. Und jetzt nehme ich mir noch raus für meine Deko einmal das Stanzset schön geschrieben. Dann nehme ich das Grüße raus. Also das heißt Grüße das Teil. Und aus den Stanzformen ewige Zweige fand ich noch ganz schön, habe ich mir hier diesen großen Zweig noch rausgenommen. Und das stanze ich mir jetzt einfach schnell einmal mit meiner Stanzmaschine aus. Hole ich mir kurz ins Bild. Können wir uns beides auf einmal ausstanzen. Diesen großen Zweig braucht man gar nicht ganz. Ich lege ihn jetzt mal ganz drauf. Also ich muss mal kurz ein bisschen weiter rausgehen. Da seht ihr ja gar nichts. So. Den braucht man nicht ganz, aber ich stanze ihn mir jetzt komplett aus. Dann kann ich da auch noch ein bisschen zuschneiden, was ich vielleicht noch brauchen könnte. Kurbel mir das einmal durch. Wenn ihr möchtet, könntet ihr euch auf dem Spruch auch auf die Rückseite noch so ein Klebepapier machen. Habe ich jetzt vergessen, aber mit Flüssigkleber kann man das nachher auch aufkleben, das passt schon. Genau, jedenfalls habe ich jetzt hier einmal meine Grüße. Falls ihr das Grüße als Grüßewort verwendet, dann passt auf eure Ü-Punkte auf, die dann nicht wegschmeißen. Aber ich nehme ja nur den Gruß, deswegen brauche ich die Ü-Punkte nicht. Und meine. Das ist auch so eine schöne Stanzform. Die hat in der Mitte noch so kleine Einprägungen. Seht ihr das? Sieht echt toll aus. Genau, die braucht man dann noch. Okay, und soweit steht die Deko jetzt auch schon. Dann können wir unsere Karte zusammenbauen. Ich schneide mir jetzt mit der Schere einfach mein E hier hinten schön weg. Also ich brauche ja nur den Gruß. Und dann wird das einfach umgewandelt. E kann weg und diese Punkte im scharfen S auch noch. Genau, dann haben wir jetzt alles. Okay, jetzt gehen wir zuerst mal zum Mechanismus von der Karte. Also, ich klappe mir jetzt meine Karte einfach zusammen, sodass diese 13 cm, so wie wir es vorher einfach hatten, also einfach einmal in der Mitte zusammenklappen. Jetzt mache ich mir die Karte auf und jetzt falte ich mir meine unterste Klappe nach innen. Ich zeige es euch jetzt einmal im Rohbau. Ich falte mir jetzt die nach innen und die obere nach innen. Und das wird nachher zusammengeklebt mit unserem Papier in der Mitte. Und hier oben ist ja der Schlitz. So stellt sich das nachher auf. So sieht das Ganze dann nachher aus. Und jetzt machen wir das einfach Schritt für Schritt. Also wie gesagt, ich falte es mir jetzt, lege mir das einmal komplett auf, falte mir das einmal unten um, diese eine Klebelasche, und mache da einfach meinen Flüssigkleber einmal komplett drauf. Dann, ja, das könnte man auch vorher machen, aber man kann es jetzt immer noch machen.
fädle ich mir hier nur kurz mein Papier durch, damit das hier schön durchkommt. Und, also Achtung, diese Lasche mit dem Kleber drauf ist eingefaltet und klebe mir jetzt hier unten einfach mein weißes Papier schön bündig an den Boden an. Ich kann hier oben noch ein bisschen gucken, dass da der Abstand schön gleich ist. Nehme ich jetzt auch noch mal ein bisschen näher ran, dass ihr seht, also hier unten ist es schön bündig angeklebt. Dann mache ich hier auch einfach noch über diesen weißen Bereich Kleber drüber. Und dann nehme ich von meinem oberen Bereich, also meine obere Karte ist hier, das klappe ich mir auch nach innen. Und dann klappe ich mir diesen ganzen Bereich hier oben einfach einmal um. Also es ist total einfach. Und klebe mir das hier unten einmal bündig an. Wieder anständig nachfalzen vielleicht, dass der Kleber sich gut verteilt und schön trocknen kann. Kurz warten, ein bisschen andrücken. Und schon ist unsere Karte. Mechanismus startklar bereit. Also, so sieht es jetzt aus. Und wenn ich jetzt hier oben drauf drücke, kommt es gut hier durch. Ah, mir ist gerade noch was aufgefallen. Wir haben es jetzt 12 cm geschnitten und es schaut oben noch ein bisschen raus. Kürzer darf man es nicht machen. 12 cm ist in Ordnung. Genau, und so sieht das Ganze dann aus. Und kann mir das jetzt einmal hochklappen. Und dann stellt sich das hier super schön von selber auf. Wer möchte, kann das natürlich auch gleich so lassen. Wenn man zum Beispiel eine Männerkarte macht, dann braucht man vielleicht gar nicht mehr so viel Deko mehr. Bisschen anders gestaltet, aber wir machen natürlich noch ein bisschen was drumherum. Ist ja von Mädchen. Und da können wir jetzt einfach noch ein bisschen dekorieren. Ich nehme jetzt einfach so ein paar Elemente, also einmal meinen Zweig. Den schneide ich mir so ein bisschen auseinander. Ich brauche dann nämlich gar nicht alles, nur so ein paar Teile davon. Und da ist so eine große Stanzung natürlich super, weil man gleich mehr davon hat. So, den kann ich ja immer noch verwenden, wenn ich mir den zuschneide. Also den werde ich mir da so hinten reinsetzen. Wichtig ist, also wir sollten uns nur eine Seite dekorieren. Hier unten nichts mehr rausschauen lassen, weil wir nachher, wenn man das jetzt so dekorieren würde und man stellt die Karte dann auf, hat man ja unten diesen Bereich, wo keine Deko sein soll. Sonst knickt ja die ganze Deko um, wenn da unten was rausschaut. Deswegen wird alles hier oben so hin dekoriert. Genau. Also ich habe mal meine zwei Zweige. Und was ich dann immer noch ganz schön finde, ist der Zierzweig. Das ist die Stanzform. Den nehme ich jetzt einfach und stanze mir noch ein paar Zweige aus. Ich habe hier noch ein paar liegen, die lege ich mir mal dahin. Aber ich stanze natürlich auch mit euch zusammen. Ich habe jetzt hier nur so einen schmalen Streifen, aber das reicht völlig. Oder war auch noch was drin? Jetzt. Also den stanze ich mir ein paar Mal einfach aus. Wenn ihr nur einen braucht, dann stanzt ihr euch nur eine Seite aus oder schneidet euch den auseinander. Also da könnt ihr auch damit spielen. Und dann dekoriere ich mir das jetzt einfach alles so ein bisschen in den Hintergrund von meinem Etikett und lasse euch da den Kleber, lasse euch da Musik laufen. Als Kleber nehme ich immer diese Mini-Klebepunkte, die finde ich super. Und ich glaube, ich kann nicht darauf verzichten, dass ich mir ein bisschen silbernes Garn in den Hintergrund mache. Naja, falls ihr es habt, macht ihr es auch. Falls nicht, lasst es einfach weg oder nehmt ein anderes Band, was für euch da gut ist. Das wicke ich mir einfach ein paar Mal um die Finger, ihr kennt es schon. Und baue mir das noch in den Hintergrund. Genau, und jetzt lasse ich euch einfach ein bisschen Musik laufen, dass ihr da mir ein bisschen über die Schulter schauen könnt. Ah, ich glaube, ich quatsche jetzt doch ein bisschen. Weil ich zeige euch nämlich mal hier noch einen kurzen Trick, oder wo man noch drauf achten muss. Wenn man das Etikett jetzt hier aufklebt, ich klebe mir das ja hier über diesen Mittelbereich, das nicht zu weit unten hinkleben, was vielleicht cool ausschauen würde, aber nicht vergessen, dass wir nachher die Karte natürlich so aufwalzen. Das heißt, meine Ecke von meinem Etikett sollte maximal hier an dieser Falzlinie sein. Und ich gehe mit dem Etikett relativ weit nach rechts. So, dass es hier an der Seite nichts mehr rausschaut. Aber das kann man machen, wie man möchte. Also das kann man auch weiter rübersetzen, dass hier noch ein bisschen Designerpapier durchkommt oder so, je nachdem, wie euch das gefällt. Aber eben beachten, dass man hier nicht sehr viel tiefer kommt, dass es dann nachher schön steht und nicht verknickt, dass es da immer unten ansteht. Und es sollte gerade sein. Ich muss es nochmal kurz wegnehmen, das ist bei mir nicht gerade. Jetzt. Okay, und meine Zweige, die mache ich eben auch mit so Klebepunkten einfach noch so ein bisschen hinten. Dass ich die so ein bisschen reinschauen. Ich hatte auch schon versucht, das Ganze mit ein bisschen Anthrazit noch so, aber das war mir dann zu stark. War nicht so ganz, man kann es machen, wenn es einem gefällt, aber mir war das ein bisschen zu viel. Ich wollte es dann doch irgendwie schlicht und elegant haben.
Und da ist halt das Pergamentpapier einfach, finde ich, immer total super, weil es so schön ist. Dann noch so einen einzelnen Zweig. So, ja. Muss noch was hin? Da vielleicht noch? Nee, oder? Naja. Mal einen kleinen hin. So. Ich glaube, so sieht es ganz gut aus. So passt es jetzt von der Deko. Und mein kleiner und mein Gruß, das klebe ich mir auch einfach nur mit Flüssigkleber auf. Ganz einfach. Und das mache ich so ein bisschen schief da drauf. Das fand ich irgendwie witzig, dass es so schief aussieht. Also es gehört natürlich so, ist schön. Und auf meinen Gruß muss ich jetzt vorsichtig sein, wie viel Kleber kommt da raus. Also da nur ganz wenig Kleber nehmen. Oder wer eben, wie gesagt, vorher dran denkt, auf das Papier einfach diese Klebefolie macht, diese Mehrzweckkleber, Klebeblätter für die Stanzformen, dann hat man da gar kein Problem, dass man an der Seite irgendwo Kleber hat oder so. So. Genau. Super. Sieht doch total süß aus, oder? Und jetzt schnappe ich mir noch ein paar Glitzis. Ich nehme jetzt hier die Glitzersteine und tue da noch großzügig mit ein bisschen Glitzer spielen, weil ich finde, das passt da noch drauf auf die Karte. Also man kann da noch ein bisschen Glitzer mit ein bisschen Glitzer reinhauen. Einen kommt, mache ich hier oben hin, einen großen, wo ist ein großer hier hin? Einer so da drüben, vielleicht hier. Einen kleinen hier unten noch rein. Und ich habe tatsächlich hier unten auch noch welche hingemacht, weil ich das irgendwie auch noch ganz harmonisch fand. So, wenn man die Karte ja flach verschickt, dann kann man da unten auch noch ein bisschen Glitzer hinbauen. Und nachher steht sie trotzdem, obwohl da ein paar Pärchen drauf sind. Also dekoriert ist das Ganze jetzt eben so. Ja, das ist schon schön, oder? Und wenn man sie dann aufmacht, kommt hier der Spruch raus. Noch ein bisschen was von den Blüten ist zu sehen. Steht schön flach, sieht von der Seite so aus. Von vorne so. Passt. Finde ich total super, so gefällt mir richtig gut. Und ich wollte euch jetzt zum Vergleich noch zeigen, wie der Unterschied ist zwischen dem kleineren und dem großen. Bin ich ganz im Bild? Ja. Also da kommt es ein bisschen darauf an, wie viel Spruch ihr drauf gebt. Ist das natürlich schon ein bisschen größer und das finde ich jetzt auf diesen Blick mal schöner so in dem oder ein bisschen harmonischer. Aber das Große ist auch toll und man hat hinten viel Platz zum Schreiben. Als Tipp, falls ihr viel Text haben wollt oder viel unterbringen wollt an Glückwünschen, ihr könnt euch das dann auch, wenn es schon so zusammengebaut ist, das so ein bisschen so knicken und könnt dann hier noch draufschreiben. Aber man tut sich immer leichter, wenn man draufschreiben will, bevor man die Karte zusammenbaut. Also bevor ihr euch das Weiße innen reinklebt, wenn ihr euch das schon mal beschriftet, dann habt ihr das einfach leichter und könnt es dann einfacher beschriften. Aber ich wollte euch eben zeigen, dass es auf jeden Fall auch im Nachhinein geht. Die Karte ist sehr flexibel. Die macht da alles mit. Ja, die ist super. Und genau, dann hat man hier diese beiden Varianten. So, ihr Lieben, und jetzt wollte ich euch noch die Weihnachtsversion zeigen. Wichtig ist jetzt nur, wenn ihr aus meinem Team seid, dann macht jetzt bitte Stopp oder schaltet das Video ab und schaut nicht weiter. Denn ich habe dieses Kartenmodell als Karte für meine Teamies gemacht und das soll natürlich an Weihnachten noch eine kleine Überraschung sein. Deswegen hoffe ich, dass ihr jetzt abgeschaltet habt und zeige euch jetzt noch meine Weihnachtskarte. Ich stelle das mal ein bisschen auf die Seite, dann haben wir hier ein bisschen mehr Platz. Also die sieht von außen einmal so aus. Ich habe hier gearbeitet mit Babyblau als Hintergrund, Flieder und dem Designerpapier Winterzauber. Ja, das ist dieses hier, dieses wunderschöne mit dem Silbernen auf der Rückseite. Und da konnte man halt immer eine Seite super verwenden als Designerpapier mit dem Silbereffekt und die andere Seite mit dem, also mit diesem, also ich liebe dieses Designerpapier. Genau. Und dann, wenn man das hinstellt, dann kommt hier ein dreifarbiger Weihnachtsbaum raus. Also ich meine, das ist mal jetzt eine ganz andere Farbidee für Weihnachten, aber man kann es durchaus machen. Und auf der Rückseite ist dann noch Platz für was zum Hinschreiben und nach diesem turbulenten Jahr ein ruhiges und schönes Weihnachtsfest. Ich glaube, das ist der Spruch schlechthin für dieses Jahr. Ich glaube, mehr muss ich nicht sagen, aber der passt halt einfach nur perfekt zu unserem Jahr. Und genau, so sieht die ganze Karte dann aus.
Und da ist es eben super, dass das oben relativ groß ist, damit der ganze Weihnachtsbaum da schön hinpasst. Also einfach vom Farbkonzept mal was ganz was anderes, eine ganz andere Weihnachtskarte. Nicht rot-grün, so wie es oft ist, sondern einfach mal in diesen Lila-Tönen beziehungsweise auch in diesen Naturtönen von diesem tollen Designerpapier. Genau. Ja, das war meine Idee zu Weihnachten oder als Dankekarte oder als Geburtstagskarte. Jetzt könnt ihr euch aussuchen, für welchen Anlass ihr basteln wollt. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß dabei beim Nachbasteln. Ich klappe jetzt eine nochmal zusammen fürs Schlussbild. Ich hoffe, man kann das alles so sehen, so einigermaßen. So richtig ins Bild kriege ich das nicht für euch. So, ja. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt für dieses Video. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, dann abonniert meinen Kanal, drückt diese Glocke und dann werdet ihr immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!